Magdeburg! Hallo! Manche konnten es kaum erwarten, endlich loszumarschieren. Um kurz nach 14 Uhr setzte sich der Zug der Geister von der Grietgasse aus in Bewegung. Und die Zuschauer machten große Augen, wer da so alles vorbeikam. Das fragten wir uns auch und deshalb haben wir uns vor dem Umzug durch die Innenstadt ein wenig unter die Geister gemischt. Elisabeth Wackernagel schlüpfte in die Rolle von Rowena Morse. Die Amerikanerin erwarb als erste Frau in Jena vor 100 Jahren den Doktortitel. Das Kämpferische an der Rolle gefällt ihr. Ist, weil man als Frau sich ja immer irgendwie durchsetzen muss. Ob zu der Zeit um 1900 oder zu der Zeit 2008. Es ist immer Kampf angesagt. Auch das Ehepaar Schiller kam und brachte seine beiden Töchter mit. Und hier haben wir den Chemiker Johann Wolfgang Döberreiner mit seiner Frau. Der Herr Professor Döberreiner war ein Freund von Goethe. Ich heiße auch im privaten Wolfgang, das spielt vielleicht auch noch eine Rolle. Und er war 39 Jahre Professor hier an der Uni. Im Schatten sah ich ein Blümchen stehen, wie Sterne leuchten, wie Sterne leuchten, wie Äuglein schön, wie Äuglein schön. Ja, das waren so elitäre Damen, die sich getroffen haben, ein bisschen zu musizieren, die ihre Freundschaften gepflegt haben, zu diskutieren und ihre Zeit zu verbringen, während ihre Männer beschäftigt waren. Es wurden Gedichte gelesen oder auch andere literarische Dinge. Es wurde gesungen, es wurden Handarbeiten gemacht, so wie das damals war. Heute gibt es ja auch wieder Literaturzirkel und sowas. In dieser Art, denke ich. Ja. Wir gehen anschließend in den Schillergarten und machen dort ein Damenkränzchen. Ich habe sie alle eingeladen, denn mein Friedrich ist hoch zu Pferd nach Weimar geritten, um mit Goethe und dem Großherzog zusammen Wallensteins Lager einzustudieren. Denn im Jahre 1798 ist er dort uraufgeführt worden. Dies ist der Zeremonienmeister von Herzog Bernhard. Nur ganze 6 Jahre hat er wohl regiert. Aber mein Herzogtum bestand wohl 17 Jahre, aber ich bin relativ früh verschieden, leider. Meine Verdienste sind eigentlich dank der Gnade meiner Geburt. Mehr war es nicht. Ich war Rektor hier. Aber das wurde man aufgrund, wie gesagt, der Gnade der Geburt, da ich ein Abkömmling war dieses Herzogtums und automatisch wurden die Herzöge gleichzeitig Direktoren dieser Universität. Als was hast du dich verkleidet? Als Baumfräulein. Was macht denn dein Papa heute? Ritter. Und ganz genau der Ritter Dietrich von Kirchberg. Und gefällt dir deine Rolle hier heute? Ja, ich find's geil. Das sieht aber nicht gerade bequem aus, oder? Naja, es ist ein bisschen anstrengend drin zu laufen, ganze Zeit. Also wegen Hitze und so, aber naja, muss man durch. Wie viel Kilo schleppst du denn da mit dir rum? Oh, 40, 50 vielleicht. Nur an Ausrüstung? Ja, na, mit Klamotten und allem, was dran ist und so, gekauft. Der Helm, der ist noch original von früher. Ja, der ist von einer oxidierten Rüstung. Also der Rest von der Rüstung ist oxidiert und den hat einer im Keller gefunden. Und den habe ich dann gekriegt so. Der Bischof von Worms bin ich. König Otto III. Und der Bischof von Mainz. Und 980 geboren und mit 3 Jahren zum König gekrönt. Warum haben Sie sich diese Rollen ausgesucht? Ach, das wurde festgelegt von der Fuchsturmgesellschaft. Würde ich sagen, weil wir das schon vor 2 Jahren zum Thüringentag gemacht haben, wird das eben heute eine Wiederholung in dieser Verkleidung. Und weil die Kostüme unserer beiden, wir müssen also 1,80 Meter groß sein, sonst hätte man nicht in die Kostüme gepasst. Und so ist der Kaiser ist der Kleinere und da klappt das auch mit das der Länge. Das klappt in der Größe und deshalb die Personen, die hier drin stecken, wurden deshalb so ausgewählt. Ja. Fühlen Sie sich denn wohl in Ihren Rollen? Oh, ja, und die Zuneigung der Zuschauer ist auch etwas Besonderes. Ja, wir fühlen uns. Ich komme ja extra aus Dresden hierher, weil ich Jena liebe und hier meine Wurzeln habe. Deswegen bin ich froh, dass ich hier wieder da sein kann, dabei sein kann. Ebenso wie die tausenden Besucher, die sich das Spektakel anschauten. Sehr gut. Vor allen Dingen,
wie viel Aufgebot da ist, hätte ich nicht gedacht. Bis jetzt ist er ganz gut. Ja. Sehr schön für mich und die Kinder, weil die Kinder auch sehr viel sehen. Ja, die ganzen Epochen mit der Uni und so, sehr interessant. Von der Grietgasse über Lübder, Fürsten- und Leutragraben sowie durch die Kollegiengasse zogen mehr als 400 Kostümierte. Endstation war der Markt. Wir werden jetzt den Hanfried Blumen bringen. Nicht, damit sich das keiner gehört. Hat, damit wir dem Herrn gedenken. Wir kommen von Berg zu Tale weit her und werden den Hanfried die Ehre erweisen. Wir gehen zum Markt. Und hier wartete er auch schon geduldig. Johann Friedrich der Großmütige, der Begründer der Jenaer Universität und einer der größten Geister Jenas.